Der 22. Spieltag steht an und erstmals im neuen Jahr sind alle 18 Teams im Einsatz. Endlich gibt es wieder eine große Torshow, heute mit vielen engen Duellen. Friedberg gegen Hanau, Aufstiegs- gegen Abstiegskampf. Dementsprechend der Favorit in Blau auch erstmal im Vormarsch. Jekilmaz, Metzler! Der Winterneuzugang vom FSV Frankfurt aus der Regionalliga mit seinem ersten Tor für Türkgücü. Hanau spielt gut mit, nicht wie ein Außenseiter. Und das zeigt sich dann auch in Halbzeit 2. Wir springen in die 61. Minute. Da kontert Hanau nämlich, kommt mit ordentlich Tempo und überrollt die Friedberger Verteidigung. Sen? Nicht viel Platz, aber Suljic verwertet stark im Fallen, trifft zum Ausgleich. Auch er ein Winterneuzugang mit seinem zweiten Tor im zweiten Spiel für Hanau. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nur 2 Minuten später stürmt Türkgücü. Da war der Arm leicht abgespreizt, die Hand von Sumak am Ende ausschlaggebend für diesen Elfmeter. Rijic übernimmt an den Pfosten und der Nachschuss vergeben. Dicke Chance für Friedberg, die Führung erneut zu übernehmen. Torhüter Galic macht das auch dem Schützen richtig schwer. Doch nur 10 Minuten später drückt Türkgücü schon wieder. Freistoß Schor. Kraus eingewechselt, am Fuß getroffen. Wieder gibt's Strafstoß für TGF. Michel nimmt's diesmal an und knallt den unter die Latte. Danach sein ikonischer Retrojubel. Friedberg gewinnt knapp und wird am Ende doch noch seiner Favoritenrolle gerecht. Bitter für den ersten Hanauer FC. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Baunatal hat ja letzte Woche das Spitzenspiel gegen Friedberg verloren, sollte heute gewinnen, um dran zu bleiben an Türkgücü und der Tabellenspitze. Statt Allendorf in Grün über Philips in die Füße von Baunatal. Miloschei aus spitzem Winkel durch die Beine des Keepers. Das Tor abseits verdächtig, doch der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. So die frühe Führung für die Baunis in der 16. Minute. Die davon angezündet haben jetzt richtig Bock. Ecke in der 20. auf den Kopf von Borgatz. Da steht es bereits 2:0. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt. Da zeigt Baunatal wieder seine Offensivfreude. Ein langer, langer Ball verlängert von Springer auf Miloschei. Der netzt zum Doppelpack. Saisontor Nummer 6 für den Italiener. Und noch vor der Pause der nächste Freistoß für die Baunis, getreten von Krängel. Und Blahut netzt zum 4:0. Statt Allendorf bekommt hinten überhaupt keinen Zugriff. Der KSV zeigt eine Reaktion auf die Niederlage im Spitzenspiel gegen Türkgücü. Geht mit 4 Toren Führung in die Halbzeitpause. Und macht nach der genauso weiter. Krängel führt wieder einen Standard aus, spielt die Ecke Künzel auf den Kopf. Der trifft am kurzen Pfosten zum 5:0. Krängel, der Meister der Standards, kann das auch per Hand. Langer Einwurf. Springer findet Fischer. Der trifft zum 6:0. Baunatal macht das halbe Dutzend voll und hat anschließend genug. Zerlegt Eintracht Stadt-Allendorf in alle Einzelteile. Noch kein Sieg für den TSV im neuen Jahr und die Abstiegssorgen werden größer. Zum Jahresauftakt gastiert RW Waldorf in Rot beim abstiegsbedrohten 1. FC Erlensee. Dem gelang letzten Samstag die Sensation im Pokal. Mit 3:2 hat das Team vom Fliegerhorst den FSV Frankfurt geschlagen. Die Gäste kommen aber in Rot, schicken Benedikt von Hagen, der 20-Jährige, mit seinem 4. Tor für RW, die Führung nach 19 Minuten. Weiter in Halbzeit 2, da 10 Minuten gespielt. Jetzt stürmt Erlensee über Lüttke. Koch im Tor unsicher. Herz staubt ab. Der Ausgleich. Erlensee wieder drin im Spiel.
So bleibt es spannend bis in die Crunch-Time. Erlensee versucht nochmal was. Dann auf Grünewald, der schön eingelaufen. Niemand fühlt sich für ihn zuständig. Und so erzielt der zentrale Mittelfeldmann endlich sein erstes Saisontor. Es ist das entscheidende. Erlensee gewinnt mit 2:1 und legt nach dem Pokaltriumph auch in der Liga nach. Der SC Hanau in Gelb-Schwarz, letzte Woche noch Schlusslicht Dietkirchen unterlegen, zeigt heute von Beginn an ein anderes Gesicht. Ataka aus spitzem Winkel, Bus lässt klatschen, zuvor wohl eine Hand im Spiel. Schiedsrichter Loschke pfeift spät, doch es gibt den Strafstoß. Amiri übernimmt. Der Routinier gewohnt souverän mit seinen 33 Jahren macht das eiskalt. 4 Minuten später wieder der SC Hanau. Yu Ataka immer noch. Ataka zieht über außen und unter die Latte, verwandelt Zubair Amiri. Innerhalb von 4 Minuten schnürt er seinen Doppelpack. Mit 2:0 geht der SC Hanau in die Pause und stürmt auch nach dieser. Ehrensch lässt durch für Demir, der umkurvt Keeper Bus und trifft zum 3:0. 8 Minuten später, der SC Hanau hat weiter Bock. Ataka legt nochmal quer, da ist Ronaldo durch Santos Ferreira, der Deutsch-Portugiese mit dem letzten Tor des Spiels. Hanau souverän, Waldgirmes nach dem 0:3 in Alzenau mit der nächsten klaren Auswärtsniederlage tritt im Abstiegskampf auf der Stelle. Fernwald startet erst dieses Wochenende die Restrunde gegen die bereits erfolgreich gewesenen Alzenauer. Einwurf Fernwald in Weiß, so lag per Fallrückzieher und Bender verwertet den Abpraller. Wolpert zunächst stark mit der Parade, doch der Rebound dann völlig frei. Der Linksverteidiger mit seinem 4. Saisontor. Der Treffer in der 28. bleibt der einzige des Spiels. Fernwald erkämpft sich einen Auftaktsieg gegen den Titelaspiranten. Hünfeld könnte mit einem Sieg gegen Gießen nochmal oben ranrücken. Das Hinspiel war ein umkämpftes 1:1. Auch heute ist die Partie wieder lange offen. In der 74. stürmt Gießen in Weiß. Doch Hünfeld geht dazwischen. Trägler zündet den Turbo, Kassa mit dabei. Trägler kocht Mihailov ab und macht's dann allein. Wer trifft, hat recht. In einer erneut umkämpften Begegnung ist es das Siegtor. Hünfeld schlägt Gießen mit 1:0. In Marburg gegen Griesheim steht es bis in die 90. Minute noch 0:0. Jetzt wirft die Viktoria in Schwarz nochmal alles nach vorne, spielt den ganz langen Hafer. Donat Thaler zum Last-Minute-Sieg. Griesheimer Ekstase. Alle kommen sie zum Feiern. Donat Thaler mit dem Mini-Kontakt bringt Griesheim die 3 Punkte in Marburg. So macht es zumindest den Anschein, doch es gibt noch ein paar Minuten obendrauf und Marburg rennt nochmal an. Der zweite Versuch für den hohen Ball und der kommt irgendwie durch. Frese fälscht ab zum Ausgleich. Und schon ist der Last-Minute-Sieg wieder dahin. Marburg holt doch noch das Unentschieden. Wir schließen mit den beiden Sonntagsspielen. Dietkirchen in Rot nach dem Sieg zum Jahresauftakt gegen den SC Hanau muss in Eddersheim Ende der ersten Hälfte zurückarbeiten, denn da machen die Gastgeber Druck. Schmitz, Demir Bass. Wieder Schmitz schlägt Schmitz und der schiebt und zieht, kommt dabei aus dem Gleichgewicht. So fällt Schmitz, Schmidt in den Rücken und es gibt den Elfer. Cem Kara, souverän der Eddersheimer Top-Torjäger mit seinem ersten Tor im neuen Jahr. Kurz nach der Pause macht Eddersheim da weiter, wo sie vor dieser aufgehört haben. Mit einem Eckball kurz ausgeführt, abgelegt auf Kummer. Der war genauso einstudiert und das hat perfekt geklappt. Nach dem 2:0 lässt Eddersheim nichts mehr anbrennen und behält die 3 Punkte zu Hause.
Den Abschluss machen Steinbach und Weidenhausen beide mit ihrem ersten Spiel 2024. Nach guten Steinbacher Chancen in den ersten 20 Minuten stürmt Weidenhausen in Textmarkergrün kurz vor der Pause. Jan Gerbig allein auf weiter Flur legt sich den zu weit vor. Wiegand wittert die Chance, grätscht fair, spielt den Ball. Aber das Problem war der Kontakt von Gerbig und Bagus. Beide halten sich danach am Schienbein. Das Ganze elfmeterwürdig. Gerbig schießt selbst. Bagus macht sich ganz lang. Der Ball, der war so frei. Aber Gerbig kommt da falsch auf. Doppelt bitter verschießt. Und muss danach verletzt ausgewechselt werden. Durchatmen, denn es bleibt die hitzigste Szene des Spiels. In Halbzeit 2 neutralisieren sich beide Teams nämlich gegenseitig. Das Spiel endet torlos. Und damit endet auch der 22. Spieltag. An diesem Wochenende hatten wir keinen einzigen Auswärtssieg in der Lotto Hessenliga. 7-mal gewinnt das Heimteam, 2 Spiele enden unentschieden. Beim Blick auf die Tabelle sehen wir Friedberg und Baunatal punktgleich an der Spitze. Knapp dahinter liegen Alzenau, Eddersheim, Gießen und Hünfeld auf den Plätzen 3 bis 6 eng beisammen. Weidenhausen führt die zweite Tabellenhälfte an, dicht gefolgt von Marburg. Stadt Allendorf und Hanau nur einen Zähler über dem Strich. Griesheim und Erlensee haben das rettende Ufer zum Greifen nah, Waldgirmes, Steinbach und Dietkirchen müssen sich reinhängen. Giuseppe Signorelli bleibt auch ohne Tor an diesem Spieltag führend bei den Torjägern. Von den direkten Verfolgern trifft nur Noah Michel. Wir hören uns nächsten Montag zu Spieltag 23. Bis dahin, kommt gut durch die Woche.